Lange dauert das nicht. Hi, hi, hi Florian, hi Eurolikes, hi Jenny, hi Melody. Hi Steffi. Warte, ich bin gleich wieder da. Das wird so gut. Muss mal hier kurz zumachen. Wir sind so früh, habe ich in der Story angekündigt, weil wir mit der Wochenschau am Mittwoch und Funfam kurz gemeinsam reingehen. Den habe ich auch. Wen hast du auch? Genau, Jenny. Endlich mal was Richtiges. Ha? Nicht schlecht. So, wir mal gucken, wie weit die sind. So, das lehnen wir mal kurz ab. Genau. Die Kamera noch spielen. So, mein Energy, ja. Doch, doch, Jenny. Meistens ist es schon richtig. Verena, hi. Die Kids, Luis ist gleich dabei. Um 18 Uhr sind wir komplett wieder live. Aber jetzt erstmal geht es um den 25.03. Ihr seht das ab und zu hier auf unserem Bildschirm. Da sind wir dann. Da geht es um Respekt für den Schiedsrichter und gegen Mobbing und gegen. So, nein, dich nehme ich nie an. Wir quatschen erstmal gleich ein bisschen mit der Wochenschau am Mittwoch und Funfam for Life. Gehen wir mal ganz kurz gemeinsam rein. Emilio, der kommt erst später dabei. Nur es geht, Jenny, es geht. Der ist Qualle. Der Qualle wird auch dabei sein, aber nicht heute im Live. Aber der wird am 25.03. auch dabei sein. Der hat schon eine Minute vor mir eine Mitteilung gesendet. Okay. Nein, nein, jetzt geht's nicht um Kniebeugen. Ach so, die warten. Oh, ey. Warte mal. Muss ich doch mal da rein. Wo ich natürlich da jeden Tag meine Vereine aus dem Amateursport präsentiere und viel Content machen, viel Fußball-Content, zu Spielzusammenfassungen oder irgendwie Vlogs, solche Sachen. Ich bin da immer mehr am Experimentieren. Sehr geil, Adrian. Also habt ihr gehört, alle Fußballbegeisterten können da gerne mal bei Adrian Wochenschau Mittwoch draufgehen, mal ein bisschen folgen. Support ist kein Wort, ne? Wir sind alle da. Und natürlich auch bei Twitch und YouTube. Ne? Alle mal reinklicken in der Woche mit. Würde mich sehr freuen, ihn zu supporten, weil er macht echt gute Projekte. Er sind wirklich, da steckt Arbeit hinter. Und ich denke mal, bei seinen Projekten da mal richtig von euch supportet zu werden. Auf jeden Fall. Und Luis, richtig? Richtig. Ja. Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr klappt. Hallo in die Runde, genau. Hallo. Ja, das ist der Adrian, die Wochenschau Mittwoch. Ne, ihr habt ja schon in der Vorankündigung für das Event mitgekriegt. Ne? Wahrscheinlich noch nicht miteinander gesprochen, aber dafür haben wir jetzt ja die Gelegenheit. Ja, der Adrian hat es gerade schon erklärt, er ist wieder reingekommen. Adrian macht alles rund um den Fußball. Ne? Der macht so Bundesliga-Talks, er macht Weltvereine vor. Ja, er kommt zum Fußball auch, ne? Und er macht das echt klasse. Bei einem Schalt, ja, oder irgendjemand hat einen Ton an irgendwo. Bitte was? Bei irgendjemandem schallt es ziemlich. Das kann Daniel sein. Habt ihr Lautsprecher oder sowas? Nee, das läuft übers Handy ganz normal. Okay, das ist komisch. Bei mir irgendwie scheint es auch. Ich habe mal immer was gelacht. Nee, tatsächlich nicht. So, besser? Ja. Okay. Warum? Ja, keine Ahnung, ist aber egal. Ja, schön, dass ihr erstmal da seid. Ne? Wir wollen heute ein bisschen über den 25.03. quatschen. Ne? Ja. Und ich hoffe, Luis freut sich auch schon.
Ja. Auf jeden Fall. Ausflug nach Längede zu machen. Ich denke mal, da warst du noch nicht, wa? Nee, da war ja noch nicht. Ich war schon mal da. Es ist ja nah an meiner Heimat Hannover dran. Da komme ich ursprünglich her. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, 25.3. großes Event, ne, für alle, die jetzt zuhören und noch da sind. Ne, 25.3. werden wir bei uns in Längede, ich kündige es nochmal ganz kurz so ein bisschen an, ne, in Längede ein Jugendspiel, Freundschaftsspiel machen zwischen dem SV Längede und dem FC Bayern Breustedt. Das Ganze wird pfeifen unser Qualle hier von TikTok und natürlich auch bei Worldwide vertreten ist bei Twitch. Und da stehen wir ein für Respekt für den Schiedsrichter. Das heißt, wir werden zusammen ein Zeichen setzen, dass wir für den Respekt für den Schiedsrichter sind. Und als weitere Zeichen werden wir natürlich da sein, um Respekt gegenüber allen zu zeigen, gegen Mobbing und natürlich für den Kinderschutz. Das ganze Event wird so laufen, dass wir eine Tombola haben. Wir haben einen Spendenverkauf. Das heißt, die ganzen Einnahmen des Tages gehen an drei Institutionen. Das ist einmal Bex und Bagel for Kids, einmal Stop Mobbing und einmal Bündnis Kinderschutz. Da werden die ganzen Spenden hingehen. Ich hoffe, wir kriegen natürlich sehr viel zusammen. Das können wir natürlich mit eurer schaffen, mit allen zusammen, dass da viele kommen, viele von der Tombola kaufen, viele natürlich auch wieder Bratwurst mal essen oder ein Getränk holen. Das, wie gesagt, das geht alles rein. Wäre super, wenn ihr alle kommt. Als Gäste sind natürlich Walle dann dementsprechend da, wenn er pfeift. Ne? Chrissy und Daniel hier bei mir zumindest unten rechts im Bild, ne? Werden da sein. Adrian mit der Wochenshow Mittwoch wird oben rechts bei mir da sein. Der Beckmann wird da sein. Und die Kofis werden auch noch kommen. Das sind die Zusagen, die wir bis jetzt haben. Eventuell haben wir noch ein, zwei, drei Special Guests, die kommen. Aber da will ich nicht so viel verraten. Das habe ich gerade schon gesagt. Nicht, dass die Enttäuschung dann da ist bei den Leuten, die extra kommen. Das machen wir wirklich erst, wenn alles safe ist. Und ja, ich freue mich persönlich sehr auf diesen Tag. Ne? Nicht nur, dass es natürlich in meinem Heimatverein ist, das würde ich überall unter supporten. Auch wenn ihr das bei euch in euren Vereinen macht, ich wäre sofort zur Stelle, wenn ihr mich fragen würdet. Weil gerade Respekt für den Schiedsrichter, Respekt gegen Mobbing, das ist natürlich so ein ganz großes Thema, ein ganz großer Aufhänger. Viele von uns haben es natürlich vielleicht schon erlebt, ne? Sind selbst Opfer geworden oder kennen vielleicht welche sogar, die gemobbt haben oder. Und ich denke mal, da sollten wir ein richtig großes Zeichen setzen, dass wir alle dagegen sind, gegen Mobbing. Und ja, das ist einer eigentlich so der größten Geschichten. Kinderschutz ist natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig, ne? Gerade im Social-Media-Bereich. Ja, da müsste ich ja auch einige Projekte, ich habe in meinem letzten Live-Stream gesagt, dass viel mehr in den Schulen dafür getan werden muss, weil wir sind nun mal digitaler, wir sind eine digitale Welt, wir wollen auch digitaler werden. Dann zählt es auch für mich im Unterricht, dass digital auch aufgeklärt wird, und zwar nicht nur, wie benutzt man Computer, sondern was für Gefahren stecken auch dahinter. Ja, sowas muss in Zukunft einfach Thema in den Schulen werden. Die Eltern selber, auch wenn man keine Ahnung hat, müssten sich schlau machen, was passiert überhaupt, weil ich kenne auch ein paar Leute, wo die einfach, ja, mach mal so, ne, wird schon nichts passieren. Nee, doch, es wird was passieren, wenn du Pech hast, ne, und das ist ja das große Thema, ne, was versteckt sich? Also ich rede da ganz offen drüber, ne, ich weiß nicht, wie ihr das zu Hause macht oder Adrian auch, vielleicht von Bekannten oder so. Ich rede mit meinen Kindern offen darüber, was sind Pädophile, was für Tricks wenden Pädophile an und, ne, also da gibt es ja Voice-über-Voice-Filter, ich gebe mich als Frau aus, ich gebe mich als Junge aus, ich gebe mich als Mädchen aus, keine Ahnung was, wie man da rankommt. Wie gesagt, auch ein ganz großes Thema, da wollen wir natürlich auch für einstehen und für spenden, damit solche Projekte natürlich auch vorangebracht werden. Und wir müssen uns auch nichts vormachen, das ist die Realität. Ne? Carsten Stahl steckt ja nochmal hinter den zwei Institutionen mit. Und solche F Projekte müssen auch finanziert werden. Ne? Man muss ja, kann ja nicht aus Luft und Liebe alles hervorrufen. Und dafür sammeln wir halt. Ne? Das ist schon mal nett, falls ich was überlese. Es tut mir leid, jetzt ist alles klein. Ich habe eine Brille auf und kann nicht gut gucken. Ne? Also, schreibt mich an, wenn noch Bin was. ja auch stellvertretend bei Bex und Nagel for Kids Organisation drin. Vielleicht da auch noch mal kurz. Bex und Nagel for Kids ist eine Organisation, die sich für Kinder einsetzt, also speziell für verschiedene Sachen. Also da sammelt man Geld und das wird dann verteilt an verschiedene gute Zwecke. Also es ist nicht so, dass es ein direkter guter Zweck ist, sondern wir verteilen das oft an gute Zwecke. Als Beispiel eine Schule, die vielleicht irgendwie, wo Kinder sich den Ausflug vielleicht nicht leisten können, da wird das dann übernommen. Oder es wird zum Beispiel ja, an kranke Kinder geht es dann zum Beispiel als Beispiel. Und ja, da sind wir ein großes Netzwerk oder eine große Gruppe, die sich da immer mehr einsetzt bei Bex und Nagel for Kids. Da sind ehemalige Fußballer dabei, Leute aus dem Sport, aber auch aus dem privaten Bereich, die Adrian, einfach kurz ein mal, Herz haben. ich habe hab hier drin, dass Sie ganz viel Echo hören. Ich habe gerade mal Daniel, Ja. ich habe die gerade mal weggedrückt, dann ist das Echo auch weg. Also es muss von dir kommen. Das muss man. Du Okay. musst vielleicht mal leiser machen oder so, dein eigenes Ding, Ja. Handy oder so. Genau. Probieren wir Hört jetzt. sich Hallo, hallo? Jetzt besser. Jetzt Viel besser. besser. Jetzt höre ich euch aber nicht mehr. Das ist Alles gut, aber ein bisschen verstehe ich noch.
Genau, das ist aber Bäckstenlage für Kids, also so eine Art Dachorganisation, die wirklich das Geld verteilt an verschiedene Kinderzwecke, Benefitspiele organisiert auch. Und ja, da sind viele Menschen mit Herz dabei. Ich bin auch jetzt seit diesem Jahr dabei, mehr so, ich unterstütze das so ein bisschen mit Social Media, sage ich jetzt mal, wo ich, wenn ich einen Stream da mache beim Benefitspiel und so ein bisschen dafür Werbung mache, sozusagen medial Werbung mache. Aber wie gesagt, da sind viele ehemalige Fußballer dabei oder immer mehr Leute. Also sehr spannendes Projekt, Personal for Kids. Könnt ihr gerne mal auf der Homepage auch vorbeischauen und euch mal informieren. Wir arbeiten auch sehr eng mit Carsten Stahl zusammen. Der war auch zum Beispiel bei dem Benefizspiel Bundeskinderschutz. Ja, genau. Da ist auch mir sehr wert. Habe ich ja auch zum Teil Spenden an meinem Jahresrückblick gehabt. Auch eine sehr starke Sache, Carsten. Habe ich jetzt auch schon 3, 4 Mal persönlich dieses Jahr, also letztes Jahr gesehen. Oder getroffen und kennengelernt und ja, ein mega, mega herzlicher Mensch, der sich wirklich für gute Sachen einsetzt. Das ist eine coole Sache. Also bis jetzt waren wir so ein bisschen allein unterhalten. Wir haben hier mit unseren Followern auch an Kinder gespendet, an Schulen schon. Das ist eigentlich eine Sache, die wir regelmäßig machen, aber ihr wisst ja selber, wie die Einnahmen mal kommen, du kannst das immer nicht genau entscheiden. Aber wenn was über ist, geben wir ab, haben wir, glaube ich, letzten Monat war es. Ne? Es Ja. eine Schule gegeben für geschädigte Kinder halt. Und also das ist cool, wenn man es zusammen hinkriegt. Da kriegt man Das ist natürlich mehr. richtig. Das ist ja so ein schöner alter Spruch, gemeinsam schafft man mehr, ne? Das ist So ja ist so. es. Ja, und es ist ja Ja. nicht nur, ich sage, es ist ja nicht nur das Geld sammeln oder an die richtige Stelle geben, es ist ja auch wirklich auch das Zeichen setzen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wir müssen auch Real Talk machen, wir werden die Welt mit diesem Event nicht verändern. Aber wir werden ein Stück weit unser Zeichen dafür setzen, dafür hinterstehen. Wenn irgendwas ist, die Leute können sich auch an uns wenden. Ich meine, gerade an Adrian, der hat ja dann die meisten Connections, sage ich mal, auch wenn es um Mobbing geht, ne, dass sich auch man. Ne, er weiterleiten kann. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie weit du da bereit bist, Adrian, aber du hast ja die Connections, wenn einer gemobbt wird, was kann er tun? Ne? Du hast ja den richtigen Ja. Ansprechpartner dafür. Solche Geschichten auch. Ne? Und dafür ist es ja auch da, sage ich mal. Dass man auch Ansprechpartner vielleicht mal kennenlernt, dass man weiß, okay, wo muss ich hin, was muss ich machen? Das ist ja auch wichtig für das Ganze. Und ich denke mal, gerade mit Carsten Stahl zusammen, der ja, meine ich, glaube ich, von uns aus die meisten Erfahrungen mit diesem ganzen Thema hat, der sich ja tagtäglich damit beschäftigt, ja, auch eine Hilfestellung dafür dann natürlich am Ende ist, ne? Wenn sich die Leute an ihn Ja. wenden. Ist halt auch eine Aufmerksamkeit, eine Werbung für diese Organisation, weil zum Beispiel Bundeskinderschutz wird halt in den Medien oder in der Öffentlichkeit nicht ganz so krass gezeigt, weil Carsten oft in den Medien zerfetzt wird, leider. Und deshalb dienen solche Veranstaltungen, die du zum Beispiel organisierst oder mitorganisierst, dazu da halt, dass man vielleicht auch mal wirklich Werbung macht und davon aufmerksam macht auf die Organisation. Es gibt ja viele Organisationen, das muss man ja auch betonen, die Trikots irgendwie versteigern. Das ist ja ein kleiner Teil. Es gibt ja wirklich viele, es ist da auch nicht Konkurrenzdenken bei vielen Organisationen. Es geht halt einfach für den guten Zweck. Zum Beispiel ein Kumpel von mir, das war ja auch dieses Jahr bei meinem Event, Spenden für Ben. Das ist auch eine Sache, wo sich eingesetzt wird. Aber zum Beispiel Bäckstenlage for Kids finde ich halt sehr persönlich geil, weil es halt wirklich auch aus ehemaligen Fußballern zum Teil besteht und eine mega Sache ist. Oder Carsten Stahl natürlich auch, das ist eine Sache. Das ist richtig. Aber Adrian, du kannst dich schon mal eins vormerken. Sollte irgendwo Benefizturniere sein oder sonst irgendwas, kannst Ja, du uns bei dir gerne danke einladen. dabei. Ne? Also ich bin Danke Goalkeeper Nummer One, er ist Stürmer Nummer One. Ne? Also wenn noch was ist. Ne? dabei. Lass ich euch ja funktionieren. Manchmal. Alles gut. Zurück zum Thema. Ich meine, Carsten Stahl, du hast ja gerade angesprochen, wird in den Medien zerfetzt. Es ist natürlich immer so eine Ansichtssache, wie man an etwas rangeht, wie man etwas formuliert und was man für eine Wortwahl am Ende trifft. Ne? Ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn ich Carsten sehr schätze, seine Arbeit, manchmal überspitzt er das Thema natürlich auch bei manchen Sachen. So. Ne? Gar keine Frage, das passt natürlich einigen Leuten nicht, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ne? Das ist halt so. Dann kommt natürlich die Gegenwehr und und. Aber am Ende zählt nicht für mich, was Carsten Stahl da irgendwo in der Politik verursacht oder sonst irgendwas oder macht oder versucht. Mich interessiert das Thema Kinderschutz, mich interessiert das Thema gegen Mobbing, also Anti-Mobbing. Oder Stopp-Mobbing, ne? Das sind für mich die Aspekte, die zählen. Und wenn du dahinter einen hast wie Carsten Stahl, dann ist es nun mal so, aber er hat die Reichweite, er hat die Ahnung, er hat die Kooperation, er hat die Partner, er hat die Ansprechpartner. Und das ist am Ende, was für mich zählt, wie wir Leuten helfen können. Oder Man beziehungsweise muss ja auch sagen, dass noch mehr auf dieses Thema aufmerksam machen können. Bundeskinderschutz nicht nur Carsten Stahl ist, ja, sondern da ein großes Team dahinter steckt, die hingehen. Er hat seine, ich sag mal, Angestellten oder seine Leute, die dann das machen und auch zum Beispiel in Schulen gehen, Seminare halten. Das kann er zum Beispiel auch gar nicht. Also manche denken immer, Carsten Stahl macht das alles alleine so gefühlt, aber er hat ja auch ein Team dahinter.
Und ja, genau, er ist sozusagen der Botschafter für den Bundeskinderschutz, würde ich sagen, so ein bisschen halt auch speziell. Gut, wenn man auf die Homepage geht, sieht man natürlich auch einige prominente Ja. und etwas, ja, mit mehr Reichweite Leute, die natürlich auch Ja. dahinter stehen. Ne? Man sieht ja alle, die das Projekt so echt mal unterstützen auch. Ne? Sind ja auch nicht nur Personen, sondern natürlich auch Unternehmen dahinter. Ne? Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, du brauchst natürlich immer einen Vorreiter, du brauchst ein Gesicht für ein Marketing, das ist nun mal so. Ne? Damit du voranschreitest und ohne Team funktioniert sowieso gar nichts. Das kommt, das wissen wir alle. Ne? Ohne Team im Hintergrund funktioniert nichts. So, ja, 25.3. Schade, dass Tobias heute nicht konnte. Qualle wollte eigentlich auch noch kommen. Der ist aber in Nürnberg unterwegs. Der wollte eigentlich auch noch mit uns quatschen. Aber leider hat er gesagt, nach der Zugfahrt legt er sich erstmal hin. Ist natürlich auch kaputt. 6 Stunden Zugfahrt hinter sich. Ne? Alles gut. Der ist ja auch nur on Tour im Moment. Ne? Und wie gesagt, der wird aber irgendwann in den nächsten Lives wird er nochmal mit dazukommen, weil er natürlich auch nochmal mit uns sprechen will und wir wollen auch noch ein bisschen Werbung dafür machen. Ne? Schön wäre es auch, wenn ihr natürlich immer regulär. In gewissen Abständen natürlich noch Werbung dafür machen könnt, in den Stories und so weiter. Muss nicht jeden Tag, ne, bloß nicht, weil dann übersteuert das ganze Thema natürlich irgendwann. Schöne Mütze, Luis. Im Grunde machen wir das in jedem Live, es leuchtet dann immer wieder auf. Es ist genau, mit Chris und dabei. Daniel haben ja im Hintergrund immer ihren Fernseher. Ne, wenn er mal bei Chris und Daniel in live geht, die haben immer den Fernseher laufen. Ne, da steht immer schön die Werbung für den 25.3. Super geil übrigens, danke dafür. Ja. Hilft natürlich enorm weiter, ne? Gerade die Aufmerksamkeit für den Tag. Natürlich ist es, oh, ich habe Cap drauf, ist auch geil. Natürlich ist es für manche natürlich auch eine weite Anfahrt, kann man verstehen, weil man nicht kommen kann. Ne? Man kann nicht für ein 5- oder 3-Stunden-Event mal eben 7 Stunden Auto fahren oder Zug fahren, das kann man natürlich vollkommen verstehen. Aber dazu kann ich sagen, wer nicht kommen kann, ist ja egal, ob es aus finanziellen Gründen ist, aus Zeitgründen oder aus Weggründen. Wir werden vorher noch einen Spendenlink einrichten. Wer das Projekt trotzdem unterstützen möchte, kann dann sehr gerne über PayPal etwas spenden und wir werden alles zusammen in den Topf reinwerfen. Da geht nichts verloren, da gehen 100% in diese Projekte rein. Wir werden auch alles hier in den Videos verpacken, ne, sodass es auch nachvollziehbar ist. Ich hasse nichts mehr, als wenn ich nicht weiß, wo mein Geld hingeht. Das kenne ich ja selber auch, wenn ich spende. Das ist total der Bullshit. Ne? Klar, man macht es für einen guten Zweck und man hofft natürlich darauf, dass es da ankommt, wo es hinkommt. Man weiß Ja. es nie, das muss man auch ehrlich sagen. Das ist Real Talk. Ne? Aber wir werden Ja. es offenlegen, wir werden alles zeigen und ich hoffe, ihr werdet dieses Projekt dann einfach unterstützen. Also natürlich an alle Zuschauer auch hier. Ist denn Ja. euer Fußballverein gut erreichbar mit den öffentlichen Ja, wir Verkehrsmitteln? haben direkte Zuganbindung hier. Ne? Das ist 5 Minuten vom Bahnhof weg. Ne? Das ist ja Länge der Breustedt. Ne? Kommt man aus Braunschweig, aus Hildesheim, Hannover, wo immer man herkommt, das kommt alles hierher. Ne? Braunschweig ist, glaube ich, Umstieg und Hildesheim ist Umstieg oder irgendwie sowas. Also da, wenn man da hinkommt, dann sollte man alles gut erreichen. Parkplätze müssen wir mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie der Ansturm an den Tag ist. Man weiß es nicht. Man kann es echt schwer kalkulieren. Als hätte man hätte vorher natürlich so ein Ticketverkauf für 50 Cent gemacht oder so einen Scheiß. Ja, dann hätte man wenigstens eine ungefähre Zahl gehabt. Aber wir können es echt nicht abschätzen. Ne? Also wir haben Kapazitäten bei uns auf dem Feld für 2000 Leute. 2000 Personen können am Fußballfeld und rumherum stehen. Das wurde letztes Jahr vom NFV abgenommen, weil wir natürlich den Oberliga-Antrag gestellt hatten. Ne? Also das ist alles offiziell. Was am Ende rauskommt, weiß ich nicht. Vielleicht kommen 20 Leute, vielleicht stehen auch einmal 1000 Leute, man weiß es nicht. Ne? Kommt natürlich auch das Wetter drauf an, müssen wir uns auch nichts vormachen. Der 25.3. ist in Deutschland ja dann nochmal so ein Risikomonat. Ne? Kann auch sein, dass wir hier auf einmal Glatteis und 50 cm Schnee haben. Oder wir haben Glück und haben auf einmal 20 Grad, man weiß es nicht. Ne? Ne? März ist halt Genau. wirklich risikobehaftet. Ne? Normalerweise hat man früher gesagt, der Mai macht, was er will, der April macht, was er will. Jetzt ist der März. Und wie Ja. gesagt, aber ich freue mich mega auf diesen Tag. Colin freut sich auch mega, obwohl er die ganze Zeit nur ist und nicht redet. Ja, also wie gesagt, das wird bestimmt ein geiler Tag. Und ich bin echt froh, dass ihr alle zugesagt habt. Das freut mich echt sehr, sehr dolle. Colin natürlich auch. Colin möchte natürlich auch hier Luis kennenlernen und so. Ne? Sagt er zwar nicht, hat Ja. er aber gesagt, ist egal. Ja, Der wird ein nee, bisschen auf jeden stumpf, Fall. ne? Wir werden auch Überfordert. mit Zug anreisen. Bitte? Wie ich sage, wir reisen auf jeden Fall mit Zug an, nicht mit Auto. Ist doch Also, wunderbar. das passt schon. Ja. Wie lange fahrt ihr? Habe ich noch nicht genau geguckt, aber ich glaube, es sollen die 5 Stunden. Wie viel? 4 oder 5? Stunden? Ich glaube. Nee, 4 oder 5 Minuten, weißt Ja, aber du? das passt schon. Wir sind eh 6 Leute, mit dem Auto macht keinen Sinn. Ah, Müssen wir mit 2 Autos fahren. okay. Das ist Ja. eine lange Anfahrt, aber schön, dass er die Fahrt in Kauf nimmt. Das ist echt Das machen schön. wir gerne. Das ist echt ein schönes Zeichen und ein schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Dass dann wirklich so, ne? Egal ob 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden, wir kommen. So, Wir das ist kommen. dabei. Das war meine erste Idee. Also wurde mir das vorgeschlagen. Das habe ich gleich zugesagt. Ich sage, also ich habe nur gesagt, lass mich kurz mit meiner Frau noch drüber sprechen. Aber für mich war es klar. Ja. Mega, richtig gut.
Echt geil. Ja. Wie sieht es nochmal mit dem Ablauf aus? Da kannst du ja noch mal ein bisschen was sagen, Genau, vielleicht. wir, so offiziell werden wir mit der Veranstaltung um 13 Uhr beginnen, ne? Weil wir müssen ja auch, also das Problem ist natürlich, wir können jetzt kein richtiges Rahmenprogramm aufbauen, weil wir halt nicht wissen, wie das Wetter wird. Das muss echt kurzfristig passieren, ne? So 1, 2 Wochen vorher, wo man ungefähr abschätzen kann, ne? Okay, entweder haben wir jetzt hier -2 Grad, +10 Grad, wir haben Regen, keine Ahnung was. Ne? Gut, Zelte werden aufgestellt, einige, damit man sich wenigstens unterstellen kann. Also gut, für 1000 Leute haben wir natürlich keinen Platz, wenn sie kommen sollten. Aber ich sag mal so, für 100 Leute gut, kriegen wir gut unter, sag ich mal, untergestellt. Der Rest muss ich halt einen Regenschirm mitnehmen. Ich weiß nicht, wer heutzutage noch weiß, was ein Regenschirm ist, aber dass das Ding das aufspannen kannst und über Kopf hältst. Und Firefighter, es geht um den 25.03. Können die Mods mal ein bisschen mit unterstützen im Chat, weil ich kann das echt nicht von ihr lesen. Danke. Ablauf, genau. 13 Uhr fangen wir an, offiziell. Es wäre natürlich schön, wenn alle geladenen Gäste schon eventuell ein bisschen früher da sein könnten. Gut, wenn man jetzt natürlich 4, 5 Stunden anreist und auf den Zugang gewiesen ist, ist natürlich dann, je nachdem, wenn ihr da seid, das ist dann nicht schlimm, ne? Schön wäre es halt, wenn es um die 13 Uhr ist oder kurz vor 13 Uhr, wie auch immer, Ja. fangt ihr an. Ne? Dann geht es halt mit dem Verkauf los, Tombola los. Wir haben ein bisschen aufgebaut für Fußball. Wir haben extra einen Speedball, also der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das ist von Adidas. Den haben wir damals vom Real Madrid gekriegt. Damit kannst du Geschwindigkeiten messen vom Schießen, Flugkurven messen. Das machen wir für die Kids und für die Jugendlichen da. Wir werden ein Fußballfeld aufbauen. Wir werden ein kleines Fußballfeld aufbauen. Und wie gesagt, wir werden eventuell das Jugendzentrum noch mit reinholen. Aber da kommt es halt auch an, wie das Wetter ist. Ne? Was passiert eigentlich, wenn alle jetzt schon da sind und dann regnet es und donnert es und dann wird das Spiel abgebrochen? Ja, dann können wir nichts machen. Das ist nochmal wie heißt das schön, höhere Gewalt. Und ja, genau, um 15 Uhr wird dann das Spiel sein. Also kurz vorher wird eine Aufstellung gemacht, kurz vor 15 Uhr, damit die Mannschaften sich aufstellen. Dann werden wir nochmal einen Banner präsentieren. Da kommen wir natürlich alle mit aufs Foto drauf. Wenn wir mal ein Foto machen, Respekt für den Schiedsrichter. Also dann explizit für diese Sache. Dann läuft das Spiel von 15 bis ungefähr 16:25 Uhr. Pi mal Auge. Ja, je nachdem, ob es ein bisschen Verlängerung gibt oder nicht. Und ob es einen Platzsturm gibt, man weiß es ja nicht, ne? Weil ja Kachtenhausen auch so, ne? Kennen wir ja. Und ja, wie gesagt, ab 17 Uhr habe ich dann eingeplant, dass Qualle sich nochmal duschen kann, sich umziehen kann, sich fertig machen kann, dass wir ab 17 Uhr dann alle draußen nochmal ein bisschen Fotos machen. Oder diejenigen, die natürlich Autogramme verteilen, ne? Wird unsere Wenigkeit wahrscheinlich weniger betreffen. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe da absolut keinen Klemmer mit, ne? Auch Fotos Da machen, könnte man Chat ja auch beenden. noch so einen Talk machen, rein theoretisch, wo man ein bisschen sich unterhält oder darüber, über Genau, das so Thema ein Talk, ne, aufmerksam macht. danach. Und das ist dann alles Open End. Ne? Also, wir haben kein Ende jetzt angesetzt. Ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Die Gäste können so lange bleiben, wie sie wollen. Es ist ein Samstag. Ne? Alles gut. Ja, und Ja. ansonsten, ihr natürlich, ihr könnt euch frei bewegen. Wir haben auch nochmal eine extra Zone für euch eingerichtet, falls man sich mal zurückziehen will. Ne? Weil, wie gesagt, wir können nicht einschätzen, was los ist. Wir haben zwar jetzt, glaube ich, 20, 25 Ordner, ne? Aber die können natürlich auch nicht alles abhalten. Du, weil den Teufel an die Wand, ich weiß es nicht. Ne? Ich will lieber vorbereitet sein, bevor es zu spät ist. Ja, Ne? natürlich, wir waren Und vorbereitet wie sein. gesagt, da kann man sich auch ein bisschen zurückziehen mal, ne? Weiß nicht, wenn man mal 10 Minuten seine Ruhe braucht, mal durchatmen muss, keine Ahnung was, man weiß es ja nie, ne? Das ist alles safe, ne? Wie gesagt. Und jetzt habe ich schon ein Angebot gekriegt, ob wir nicht noch eine LED-Wand kriegen sollen von Simon und Lenny. LED-Wand? Simon Lenny, ja. Übertragung und so. Ich weiß nicht, also ob das alles too much wird, Wo aber wie, da werde ich wo, mit Simon, aber wie, wo? ja, so eine, wo du übertragen kannst, halt so Videos, ne? Dass so Botschaften, die Leute vielleicht nicht kommen können, die eingeladen sind, Botschaften übertragen können, also Das ist Videobotschaften. geil, ja. Und wie gesagt, und nochmal Cool. vielen Dank an Simon und Lenny. Ich weiß nicht, wer es wäre. Ich glaube, Simon war der. Ne? Simon war der. Ist richtig, ne? Hat Simon. uns ein Mega-Angebot gemacht, uns ehrenamtlich zu unterstützen mit seiner Firma, mit der ganzen Technik. Der kommt jetzt mit allem vorbei. An dieser Stelle, falls du mich hörst, vielen lieben Dank, Simon. Wir hatten ja schon gequatscht einmal kurz. Den Rest hast du ja mit Florian geklärt. Wird mega. Also Funkmikrofone, über Anlage, über Musik. Ne? Alles bringt er mit. An dem Tag extra kommt er auch ein paar Stunden, 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Auch ein bisschen hierher. Also dafür wirklich meinen größten Respekt, dazu ich einen Hut vor, dass man ehrenamtlich und freiwillig alles hier rüberkarrt. Dann sag Und mir mal Bescheid mit den Botschaften und vielleicht kann ich dann den einen oder anderen Fußballer mal fragen, ob er dann ein Video macht oder so. kannst du gerne machen, Adrian. Da gebe ich gar nichts vor. Es geht eigentlich um diese 4 Hauptthemen: Respekt für den Schiedsrichter, Respekt allgemein, wir alle gegeneinander, füreinander. Gegeneinander. Gottes Willen. Da hatte ich gesagt. Gegen Mobbing und halt für den Kinderschutz. Da kannst du gerne mal rumschreiben, selber von dir aus fragen, ne, wer das machen möchte. Wir werden alles ausstrahlen, wenn dann die LED-Wand klappt. Ansonsten werden wir das vielleicht über Monitor machen oder was ich was, ein paar Monitore, Fernseher oder Leinwandbeamer, keine Ahnung was. Irgendwas lassen wir uns schon einfallen. Ne, da sind wir ja sehr ja, gewandt drin in solchen Geschichten und wir können auch schnell darauf reagieren. Ja, dann an dieser Stelle möchte ich nochmal meinem Orga-Team vom Verein danken. Das sind 18 Leute. Die haben sich am letzten Freitag mit mir zusammengesetzt und haben alles durchgeplant. Ne? Die haben natürlich an dem Tag auch eine Menge zu tun. Es haben sich auch mittlerweile schon, ich glaube,
19, 20 Freiwillige gemeldet, die mitverkaufen wollen, die sich halt für den Verein mit engagieren. Also ist jetzt eine Gesamtsumme, sage ich mal, von etwa 40 Leuten, 45 Leuten da. Das ist schon beeindruckend, wie schnell man Bereitschaft zeigt, für den Tag etwas machen zu wollen. Das ist echt geil. Ich sage immer wieder, Ehrenamt ist auch unbezahlbar. Ohne das Ehrenamt würde es vieles gar nicht mehr geben. Und an dieser Stelle natürlich auch dann da draußen an alle Ehrenamtlichen, egal ob es Feuerwehr ist, ob es Pflegekräfte sind, Rettungsdienstfahrer im Verein, was ich was, Taubenzüchter, egal, ohne euch alle geht das nicht. Das ist so. Ja. Du hast ja auch von der Tombola gesprochen. Wie können Leute vielleicht da auch nochmal irgendwie euch Sachen zukommen lassen? Ja, zukommen lassen. Ich kann natürlich gerne meine Adresse rausgehen. Ich habe da absolut keinen Klemmer mit. Das ist ja alles hier, das kann ich euch alles geben. Falls einer was geben möchte oder schicken möchte, kann ich dir alles rüber schicken, Adrian. Achso, ja, ich meine jetzt auch allgemein für die, die bei dir bei euch im Platz sind. Ja, das können wir auch über den Verein machen. Also das ist also für Gäste, also ich mal für uns, die wir uns kennen, kann ich natürlich meine Adresse geben. Alles andere würde ich über den Verein einfach laufen lassen. Das ist aber eine gute Idee. Da werde ich vielleicht nochmal einen Button auf der Homepage einbauen, dass man sowas vielleicht nochmal nachgucken kann, an den Verein schicken. Ich meine, der ist ja eh im Internet vertreten. Da sieht man ja eh alles. Das können wir auch nochmal machen. Das ist eine richtig gute Idee, Adrian. Du bist ein Fuchs, Adrian. Ich habe auch ein paar Sachen schon, glaube ich, im Kopf, die ich mitnehme dann. Also ich schicke sie nicht zu, ich nehme sie dann einfach mit. Genau, und bei der Tombola wird es aber auch nicht so sein, dass wir Lose rausgeben und es wird gleich einen Preis geben, sondern es wird auch keine Nieten geben. Ne? Also es wird immer einen Gewinn geben, sondern es wird, man kann Tombola-Lose kaufen und die werden dann nach und nach in den Nummern rausgegeben quasi. Also nicht, dass du hingehst und es siehst was und gleich wieder dieses Langweilige, sondern das wird dann schon ein bisschen spannend gehalten. Ne? Du kaufst dann los, musst vielleicht mal eine halbe Stunde oder so warten und dann werden halt die Sachen rausgehauen. Ne? Ja. Ja, ansonsten, ich freue mich mega, wirklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich kann schon nicht mehr schlafen nachts. Lädst du das live bei dir hoch, dann kann man das ja auch nochmal teilen vielleicht. Was meinst du, das Video, dann die Ankündigung oder was? Die jetzt den Live, wo wir über euer Event sprechen. Ja, das kann ich nochmal hochladen, na klar. Ja. Also das Live würde ich komplett auf YouTube selber nochmal hochladen, wenn ihr nichts dagegen habt. Sehr gerne. Kann ich auch gerne machen, ja. Wir sind ja Persönlich des öffentlichen Lebens, ne? Nee, das könnt ihr sehr gerne machen. Ihr könnt das überall, also uns beide sowieso, wenn wir öffentlich auftreten, könnt ihr das immer irgendwie reposten oder was auch immer oder hochladen. Das ist uns völlig egal. Das hilft für uns auch, genau. Definitiv. Adrian, sowieso, ne? Ja, alles gut. Genau, ich weiß mal, wie lange sind wir eigentlich schon online? Noch eine halbe Stunde erst. Ich habe eineinhalb Stunden eingeplant, ey. Ja. So, wollt ihr von euren Kanälen vielleicht nochmal erzählen? Ich meine, jeder Zuschauer von Luanas kennt ja nicht jeden. Ich bin Daniel, so, euer Content. Ja, im Grunde machen wir ein bisschen Comedy, ein bisschen Spaß, ein paar Challenges im Live, halt, das ist so das, was wir so betreiben. Ja, wir arbeiten nebenbei noch hauptberuflich. Das ist eigentlich aus dem Spaß entstanden. Dass da Geld dabei rumkommt, ist kein Geheimnis. Wir supporten damit aber auch andere TikToker. Wir spenden an Kindern, an Tierschutzvereinen. Versteuern das Ganze, wir haben Gewerbe dafür angemeldet. Ja. Im Grunde wollen wir eigentlich nur Spaß haben. Hast ihn aber schön aus der Affäre gezogen? Haben wir angemeldet, ne? Ja, haben wir. Tatsächlich, wir haben echt ein Gewerbe angemeldet, weil schon Ankündigungen da waren, wegen Anscheißen. Ja, das ist so, ne, heutzutage. Ja. Ich meine, wegen Steuerhinterzug kriegst du ja schneller einen Knast, als wenn du eine andere Sache machst, ne? Ich wollte gerade sagen, das geht schneller. Ja. Viele TikToker, die jetzt viel TikTok machen, rechnen bald nicht damit, dass also solche Punkte mit Gewerbe anmelden und Co. wird für viele noch eine große Überraschung werden, glaube ich. Ich denke auch, ja. Das ist richtig. Vor allem hast du ja noch die Schiene, ne? Dann kannst du ja noch auf die künstlerische Art gehen, ne? Das kannst du ja auch anmelden, solche Geschichten, aber da darfst du wieder kein Merchandise betreiben und, ne? Aber das ist ja ein Flickenteppich. Müssen wir uns nichts vormachen, unser Steuersystem ist ein Flickenteppich in Deutschland. Ja. Leider. Ja. Vielleicht wird es irgendwann mal besser, vielleicht Colin, ne? Irgendwann hast du mal mehr gelernt, sich vielleicht. Mal gucken, ob die das bis dahin hinkriegen. Also Leute, also die bei mir drin sind, ne, und Christian und Daniel nicht kennen, geht bitte mal auf den ihr Kanalprofil, wie auch immer man das nennt, bei TikTok, ich habe keine Ahnung. Ich sage mal Kanal von früher wie bei YouTube und Twitch. Und ja. Klaut immer das Plus. Und das sind echt sympathische Familie, echt mega gut. Macht immer wieder Spaß zuzugucken. Und vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall am 25.03. da seid und das supportet alles. Und ja, wie gesagt, es ist schön. Ich würd jedes Projekt mit euch zusammen machen. Alles. Super. Also von unserer Seite auch, wie gesagt. Mögen eure Videos, wir mögen eure Lives auch. Ihr geht nur manchmal ein bisschen zu früh live, da schaffe ich es zeitlich nicht.
Ansonsten, wenn ich schaffe, bin ich dabei. Das ist super. Na, wie gesagt, das Problem ist ja, umso mehr man kennenlernt an Leuten, die dann auch live gehen, dann denkst du ja, jetzt kannst du ja, du hast ja manchmal auch dieselben Leute, ne, drin. So, das ist ja bei uns genauso. Wenn wir dann um kurz oder um 7, 17 Uhr live gehen und sind dann schon, ne, eine Stunde online, dann geht ihr live, dann geht natürlich die Hälfte bei mir raus und bei euch rein, weil es natürlich eure Stammzuschauer sind von früher oder wie lange schon, gar immer. Das ist ja vollkommen klar, ist auch Ja. keine Frage drum, das ist normal, ne? Aber wie Ja. gesagt, also und ist auch gut so und von daher haben wir keinen Klemmer mit. Wie gesagt, wir können auch nichts Regelmäßiges machen, ne? Wir haben noch ein paar andere Sachen nebenbei. Das ist bei uns meistens immer spontan, ne? Vielleicht kommt irgendwann mal eine Regelmäßigkeit rein, mal gucken. Wollen wir zumindest bei Twitch jetzt erstmal schaffen. Ein Twitch, bisschen sehen. das haben wir uns schon lange vorgenommen. Nur da blicke ich, bin ich zu alt für, glaube ich. Blick da nicht durch. Kann ich Ja, gerne einfach nur helfen. spielen. Den Rest der ja, Zeit. aber ja, erstmal das Ganze einrichten bei Twitch. Das war ja schon eine Herausforderung bei TikTok. Ja. Ja, Twitch einrichten ist nicht so ohne, das auf jeden Fall, aber Ja, je ja. nachdem, was du machen willst. Du hast ja schon ein bisschen aufwendiger mit deinem Jahresrückblick, ne? Da läuft ja schon einiges Ja. durch, ne? Das ist natürlich dann schon ein Ja. bisschen aufwendiger, ne? Aber ich sag mal, wenn du rein live gehen willst, ist es eigentlich gar keine Schwierigkeit. Das ist, so groß ist es jetzt auch Okay. nicht. Ne? Mal gucken. Gut, Ich Adrian probiere hat es mich mal. vorhin schon vorgestellt. Ne? Vielen lieben Dank auch dir, Adrian, dass du dabei bist. Ich Okay. freue mich sehr, Ja, dich mal richtig kennenzulernen. Bei Kartenhausen war es ja eher so ein Nebenhergelaufen. Das war ja mehr Chaos da als alles andere. ja. Ne? Und Ja. ja, wie gesagt, auch bei Adrian, Wochenschau Mittwoch nochmal reingehen, plus Clown. Würde mich sehr freuen, ne? Dass meine Zuschauer das zumindest machen. Und ich denke mal, Chrissy Na, und alle. unsere auch. Ne? Und ja, vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, wollen wir noch ein bisschen quatschen oder wollen wir erstmal Können wir gerne rausgehen? machen. Keine Ahnung. Können wir gerne machen. Ich habe auch noch Zeit. Also von mir aus, ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Ist Das kein ist schön. Thema. Ne, wir können auch ein bisschen quatschen. Wie gesagt, ich Wie kann noch bist einen du Tipp, wenn ich auf Spiel habe. die, das Projekt gekommen mit dem Spiel? Vielleicht kannst du da auch mal reingehen. Klar kann ich da reingehen. Also wie gesagt, ich habe ja wie ich Quelle kennengelernt habe, es fing ja eigentlich an mit dem Quelle kennenlernen. Ne? Also wir waren Achso. eines Tages mal live. Und wir hatten in den vorigen Live schon ein bisschen über Schiedsrichter und Respekt für den Schiedsrichter gesprochen. Und ich habe immer gesagt, ja, die Schiedsrichter haben ja auch den beschissensten Job auf dem Feld, weil sie kriegen alles ab. Ja, da hat sie die Verwandlung vertrete ich auch immer, die habe ich schon immer vertreten. Und ich war auch noch nie da einer, der dem Schiedsrichter die Schuld gegeben hat, wenn man verloren hat oder sowas, sondern wenn du die Tore nicht machst, hast du Pech gehabt, ganz einfach. Ne? Na klar, gibt es auch mal Spiele, sag ich mal, wo es unentschieden steht und dann gibt es eine umstrittene Situation, die zum Elfmeter führt oder zum Freistoßtor führt. Ne? Okay, dann kann man vielleicht mal sagen, Alter, das war vielleicht kein Foul, ne? Deswegen haben wir jetzt verloren, aber deswegen würde ich niemals ausrasten oder sowas. Wie gesagt, über solche Geschichten haben wir halt gesprochen und dann war auf einmal Qualle drin. Also hat was geschrieben. Ne? Und ich kannte Qualle ja gar nicht, muss ich ja ehrlich zugeben. Ne? Ich war ja noch lange nicht so bei TikTok, klar, ich habe meine TikToks hier, wie aber alle früher, ne, im Bett oder so, hahaha, und man geht so schlafen oder auf dem Klo, TikToks geguckt, aber habe mir nie irgendeinen Creator rausgesucht, wo ich gesagt habe, Alter, den gucke ich jetzt den ganzen Tag. Ne? Ja. Und ja, und dann Colin guckt so und drückt so auf das Qualle-Bild drauf. Ist das der echte? Und auf einmal ist Qualle vom Stuhl gerutscht und sagt, das ist der echte. Das ist der echte Qualle. Ich sage, was für eine Qualle? Ich sage, keine Ahnung, wer das ist. Und wie gesagt, dann haben wir ein bisschen rumgeflaxt. Da habe ich gesagt, na, dann add uns doch mal dann auch Spaß danach. Können wir ein bisschen schreiben. Hat er wirklich gemacht, haben wir auch danach geschrieben. Und wie gesagt, und dann kam ja auch schon die Einladung nach Kartenhausen zu seinem Spiel mit ZDF, ne, wo wir dann auch hingefahren sind, wo wir schön 4 Stunden unterwegs waren, weil wir noch 2,5 Stunden im Stau standen. War ein ganz schöner Tag. Genau, wir haben uns kennengelernt und seitdem schreiben wir auch regelmäßig, ne, oder telefonieren. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht mal Bock hat, bei uns zu pfeifen, weil er ja auch seine Projekte gestartet hatte, dass er woanders pfeift, wo sich die Leute anmelden konnten oder die Vereine melden konnten. Und hat natürlich, ich glaube, das hat keine 30 Minuten gedauert, und hat zugesagt, dass er bei uns pfeift. So kam es eigentlich zu dem Event. Ne? Dann war es eigentlich so Respekt für den Schiedsrichter natürlich erst so, wie seine anderen Sachen. Da habe ich auch mit ihm geredet. Ich sage, ey, wollen wir doch nicht was Großes draus machen? Wollen wir nicht Respekt für alle machen? Weil ich glaube, nicht nur der Schiedsrichter hat Respekt verdient, sondern wir alle haben Respekt verdient und wir sollen auch Respekt den anderen Leuten gegenüber geben. Und lass uns das Ganze noch größer machen. Nehmen noch Bündnis Kinderschutz mit rein, also für den Kinderschutz und gegen Mobbing, weil das ja ein Riesenthema ist, was immer wieder auf den Tisch kommt. Meine Tochter kennt es auch aus der Schule, hat es auch erfahren. Ne? Ich meine, ich will auch oder was viele ja auch nicht verstehen ist, das Mobbing ist ja nicht, ich streite mich mal einen Tag oder einen anderen Tag. Das ist ja kein Mobbing. Ne? Mobbing geht ja über einen gewissen Zeitraum, dass ich immer wieder ausgegrenzt werde, dass ich immer der bin, der in der Ecke da hinten steht, dass ich immer wieder alleine der bin oder die bin, die da hinten auf dem Schulhof alleine steht. Ne? Das ist Mobbing. Ne? Oder Ausgrenzung, Beleidigungen, was auch immer. Das ist ja auf Dauerhafte. Und das habe ich gesagt, das müssen wir unbedingt mit reinnehmen, wenn wir schon was Großes aufziehen wollen. Habe natürlich dann Carsten angeschrieben, ich habe ja schon auch 2, 3 Jahre Kontakt zu Carsten, jetzt natürlich keinen intensiven, sondern wir haben mal ab und zu geschrieben, uns mal ein paar Zeitungsartikel zugeschickt, ne, was ist wieder passiert, da und da, jetzt hier nicht hier, lassen wir auf dem Kaffee treffen, ne, das natürlich nicht. Aber habe ihn dann auch gefragt, hat mir dann leider eine Absage gegeben, weil er vom 20. bis 27. nicht da ist.
Hab aber gesagt, na komm, auch wenn du nicht da bist, vielleicht gibt es auch einen Vertreter, der kommen kann. Kannst ja nochmal abklären bis dahin. Ansonsten, wir nehmen trotzdem die Projekte mit rein, für die wir spenden möchten, weil das halt wichtige Themen sind, ne? Und Aber dann ja. kann er ja vielleicht ein Video drehen, also das kann er bestimmt, macht er Habe ich bestimmt ihn dann. schon gefragt, wird er bestimmt machen. Also, ne, ich Okay. habe gesagt, falls du nicht, also dass du nicht da bist, sondern wenn gar keiner kommen kann, dass du zumindest ein Vorab-Video drehen, ne, worum es da geht, nochmal erklären vielleicht, weil das immer ein bisschen besser ist, als selber zu lesen. Und Ja. ja, wird er bestimmt machen, wird er bestimmt machen. Ja, denke ich auch. Ja, so ist es zu dem Projekt gekommen. Ne? Mal gucken, welche Projekte noch folgen. Wir werden sehen. Ich bin für alles offen, gerade was Kinderschutz und Gegenmobbing angeht, für alles, was eigentlich für Respekt steht. Ne? Das bin ich überall dabei, egal wo es ist. Ich fahre dahin. Ja gut, ich überall. Also einen Flug nach Portugal oder so kann ich mir nicht mal schnell leisten. Ne? Das ist auch klar. Ne? Da müsst ihr mir ein paar Rosen reinhauen, so drei Rosen, dann kann ich hinfliegen. Nein, aber, ne? Aber ansonsten bin ich immer dabei. Bei euch startet ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen mein Projekt mit Wochenschau. Mittwoch geht auf Reisen. Ich besuche ja Fußballvereine oder will Fußballvereine besuchen, werde das auch noch offiziell bald auch machen. Wird auch ein spannendes Projekt, Fußballverein, Amateursport, den zu beheben. Du hast ja gesagt, Respekt ist ja auch eine Sache, was da auch für Arbeit hintersteckt. Leute, die sich ehrenamtlich, du bist ja, glaube ich, auch bei Mengele sehr aktiv, meintest du ja auch, sich da einsetzen, ist ja eine echte krasse Sache. Wird ja gar nicht so toll, wird ja zwar, ich sag mal, im Fernsehen oder bei der Bundesliga immer das Zeichen Respekt für den Schiedsrichter, nicht Respekt für den Schiedsrichter, Respekt fürs Ehrenamt oder Danke fürs Ehrenamt. Aber durch diesen Satz Danke fürs Ehrenamt kann sich ein Amateurfußballverein wenig kaufen. Und ja, das wird auch sehr spannend werden, da Amateurvereine ein bisschen zu präsentieren, ich sag mal, ins Rampenlicht zu bringen. Ja, vielleicht starte ich da sozusagen bei euch so ein bisschen diesen Startschuss mit Wochenschau Mittwoch geht auf Reisen auch. Das ist doch schön. So, und jetzt Cool. sagt uns Luis mal, was gab es heute zum Mittag und wie war die Schule? Die Schule war gut und zum Essen gab es Nudeln mit Gulasch. Sehr schön. Richtig Sehr schön, so richtig schön. schön zartes Gulasch, ja, so richtig, dass man Zunge vergeht, wenn es Ja, drauf also ist. er kann nichts Falsches sagen. Ich habe gekocht. Er steht neben mir. Das ist ganz schlecht. Deswegen ist er so grün angelaufen vorhin. Jetzt verstehe ich warum. Okay, wunderbar, schön. Wie gesagt, ich würde sagen, wir machen auch Schluss. Wir müssen ja nicht auf Druck irgendwas machen. Ne? Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank, dass ihr am 25.03. dabei seid. Wir werden ja vorher nochmal Gerne. Kontakt haben. Wir werden vielleicht auch vorher nochmal online gehen. Vielleicht machen wir nochmal ein paar Videos zusammen, schneiden die zusammen oder wie auch immer. Das können wir uns in Ruhe nochmal überlegen. Noch haben wir ja 2 Monate. Und ja. Können ja auch nochmal, also wenn die auch dann mit Twitch anfangen. Also wenn die dann auch mal mit Twitch anfängt, dann können wir auch mal zusammen irgendwas zocken oder so. Machen wir. Machen wir Das sofort. können wir ja sowieso. Die sind ja auch nur am Zocken, wenn sie Ja. können. Von Deswegen der krumme Finger. Ich habe es vorhin gesehen. Vom Handy halten hier unten. Kennst du den ja? Wenn du das Handy die ganze Zeit Genau. ablegst. Ja. Hey, auf jeden Fall vielen Dank. Alle, die bei mir jetzt dazu zuschauen, geht mal bei der Wochenschau am Mittwoch rein. Geht mal bei Chrissy und Daniel rein. Klaut in das Plus. Es wäre super lieb. Das sind echt sympathische Menschen. Und die stehen auch für die gute Sache. Und es macht immer wieder Spaß mit denen. Und ja. Wie gesagt, ich würde dann sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich weiß Ja, nicht, ob es noch live geht. gleichfalls. Mal reingucken. Vielleicht gehen wir auch noch mal bei Twitch live. Ich weiß es nicht. Und vielen lieben Dank für alles. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in den nächsten Live, nächsten Videos oder Projekten. Und allerspätestens am 25.03. So sieht's aus. Genau, Ciao. so machen wir das. Schönen Tag euch allen. Schönen Ciao. Abend. Ciao. 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 Was? Da. Was soll ich machen? Da aus. Wir bleiben